Und damit wären wir jetzt in der Düsterschlucht angelangt. Aber nur nicht ganz, weil wir wollen natürlich noch die vergessene Welt machen. Ach, und müssen jetzt den ganzen Weg normal laufen, oder was? Oh Gott. So, Brombeergedränge, Albtraumfahrt, Cranky, Mordeschreckens, ach, da wollen wir hin. Zu Klubbers Kiosk. Und mal sehen, was uns diesmal anzubieten hat. Was ist das Klubbers Chaos? Sagt mir gar nichts mehr. Die Frage ist jetzt auch, wer ist Klubbers? Nein, 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 nein. Nein, oh nein. Ein Level voller den Viechern. Die Grünen sind ja noch in Ordnung, aber oh, wenn später Gelb und Schwarz kommen. Ach du Scheiße. Ich glaube, die Grünen machen ja noch gar nichts, oder? Ja. Ach, das sind schon die Gelben. Schön. Okay, Dixie. Könnt ihr haben. Aber was für das K, okay? Na, von mir aus. Nehmen wir wieder Dixie. Hätte, glaube ich, eh beides zum selben geführt. Oh Gott, was zum Teufel. Das kotzt mich jetzt schon wieder an. Ist es das Fässerlevel? Es gibt hier in der vergessenen Welt ein Fässerlevel. Alles voller Fässer und das ist sau schwer. Und ich hoffe, dass es nicht dieses ist. Weil es sollte eigentlich Klubbers Chaos heißen. Oder es heißt ja Klubbers Chaos. Und ich dachte jetzt eigentlich, es ist wirklich einfach bloß. Ja. Das Level halt voller dieser Fassviecher, aber. Oh Gott. Wenn es jetzt wirklich das. Ja, gut, die Fassviecher gehen ja schon tierisch auf die Nerven, vor allem wenn sie sowas machen. Aber wenn das dann auch noch das Fässerlevel an sich ist. Oh Gott. Okay, Diddy. Okay, Diddy bringt uns zum Geheimnis, aber das bringt uns auch nicht wirklich viel mehr. Mir geht die Zeit langsam so. Waha, natürlich. Puh, das wird witzig. Ach, das wird auch sehr witzig. Gut, kein Schwarzer. Aha, hallo, Schwarzer. Diddy, da komm mal rein. Wir müssen hier auch nach einem Bonuslevel suchen. Oh, und wir haben überall Fässer. Oh Gott. Nein, 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 nein. Gut. Das heißt, wir müssten eigentlich jede quere Wand absuchen. Und... Ach du große Güte. Das würde mir jetzt schon nicht gefallen. Allein schon, dass es das Fässer-Level ist, würde mir nicht gefallen. Aber dass wir dann theoretisch... Na, ich hoffe, dass wir es irgendwo finden. Weil das will ich hier wirklich nicht machen. Okay, natürlich ein TNT-Typ. Ach du Scheiße, die hatte ich vergessen. What? Zum... Die kommen aber erst in der nächsten Welt normalerweise. Nein, 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 nein. Ich bin tot, weil... Ah, ich bin doch nicht tot, weil... Ah, doch, ich bin tot, weil... Ach, ich bin doch nicht tot, weil... Doch, ich bin tot, weil... Scheiße. Da braucht man Dixie. Oder hätte man da auch so durch? Boah, ich dachte, das wäre jetzt ein ziemlich nerviges Level mit den Typen, aber das ist ein ziemlich nerviges Level mit Fässern. TNT-Typen sind nicht schön. Okay, einfach mal nicht drehen. Vielleicht hilft das ja was. Das vielleicht schon drehen. Vielleicht hilft das ja was. Loch. Wieso macht man zwischen sehr viele Stacheln ein Loch? Einfach bloß um eine andere Todesart zu haben, oder? Ich verstehe da jetzt so nicht den Hintergrund dahin. Super gemacht, muss ich zugeben. Sehr, sehr schön. Okay, wir sind noch bei 61 Leben. Und das ist ein sehr, sehr böses Level. Oh Gott. Okay, hier ist ein Fass, wofür? Wow, um es einfach hinzulegen, natürlich. Ah... Das Schwarze. Raschelt auch noch voll aus. Ja, ich hätte die Biene vielleicht damit treffen können, aber egal. Nein, 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 nein. Genau das wollte ich eigentlich nicht. Und das eigentlich auch nicht. Ach, natürlich. Wie freundlich. Wow. Ach, so ein Scheiß-Level. Ich hasse es. Das ist wirklich ein großer Rotz, das Level. Aber naja. So, einfach hier durch. Das ging vorhin auch schon gut. Nein! Natürlich. Sehr freundlich.
Wahr. Natürlich. Ups, eigentlich sollte es ja richtig getimed sein überall, weil ich meine, die Entwickler haben sich ja auch irgendwas dabei gedacht, hoffe ich. Also von dem... Ja, es sollte eigentlich richtig getimed sein. Die Entwickler haben sich bestimmt da was bei was gedacht, als sie die Bienen da nach oben gelegt haben. Nämlich, wir würgen es ihm richtig rein. Und ich habe immer noch Angst, dass hier irgendwo ein Bonuslevel in einer der Seitenwänden ist. Nein, 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 nein. Na, das ist die Frage. Wow, na, was zum... Also manchmal macht mir das Level schon Sorgen. Meine Schüsse machen mir manchmal auch Sorgen. Oha. Okay, das ist jetzt die Frage, wie geht das? Nicht so. Brauche ich da wirklich Dixie? Das wäre ja aber mal voll mies. Ja, das sollte ich vielleicht nicht so durchrennen bei diesem Idiotenhaufen. Wirklich mal auf Dixie aufpassen. Okay, Idiotenhaufen, hallo. Okay, mit dir kann ich dann den da oben austricksen. Und mit dir kann ich den austricksen. Gut. So, da hoch. Oh, das könnte von Timing... Gut, passt noch. Sehr, sehr schön. Und pow. Ich war eigentlich schon unten, aber naja. Ach, ich habe Dixie wieder verloren. Ach, schön. Ach, verdammt. Wie zum Teufel? Also ich brauche tatsächlich Dixie, das scheint nämlich so, weil sonst würde ich... Oder ich schieße mich einfach geradeaus nach oben. Dann sollte es eigentlich auch zeitlich reichen. Nein, nein, nein. Ach, er ist tot, gut. Sollte es eigentlich auch zeitlich reichen, um da reinzukommen. Hm, ich weiß es aber nicht. Ah, nein. Nein, nein, nein. So, und daran. Ich schieße mich einfach geradeaus nach oben. Es war so knapp. Es war so endlos knapp. Mann. Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Das Level ist ja nicht einfach. Nein. Ach, verdammt. Naja. Solange man das Leben nochmal holen kann, ist nicht wirklich das Problem. So, da rein. Dich auch drehen lassen. So, das geht schon mal. Das ist ja schon mal schön. Das... Ach, scheiße. Hier war es natürlich mit Dixie... Ach, man kann das Fass auch andersrum drehen, okay? Okay. Dann könnte ich es vielleicht so drehen, dass es gerade noch rechtzeitig... Hui. Dass es gerade noch rechtzeitig umdreht, bevor ich dann, also dass ich genau hochhüpfe. Hm, 56 noch, das ist ja toll. So. Ich hoffe auch schon, dass es das schwerste ist im Level, also der schwerste Part. Ach scheiße, ich habe jetzt nicht Dixie vor mir. Ich hoffe, das stört nicht. Wahrscheinlich schon. Jetzt habe ich Dixie vor mir. Haha, natürlich. Sehr toll. Also ich muss mit Dixie da reinschießen und dann kann ich da rüber. Aber... Ja, wie gesagt, dafür muss ich... Das heißt, ich lasse Didi vorne und lasse ihn davor sterben. Und... Naja. Dann müssen wir nur noch hoffen. Ja, so... Gut, okay, ich habe Didi schon mal sterben lassen. Das ist natürlich sehr, sehr toll. Und Dixie auch noch. Scheiße. Okay, aber die Taktik ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich will ihn eigentlich bloß bei diesem Bienenhaufen sterben lassen. Ich stehe mich da immer... Oh nein, 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 nein. Oh, gut, ich habe Didi sterben lassen erfolgreich wieder. Das heißt, ich muss es jetzt perfekt schaffen. Ja, toll. Schon mal nicht so. Das hätte nicht mehr gereicht. Ich hätte es umdrehen sollen. Das mit dem Umdrehen ist ja auch so eine Sache. Pff, das Level, das ist hart. Und ich dachte, die nächste Welt wird hart, aber... Das Level hätte eigentlich perfekt zur nächsten Welt gepasst, weil die nächste Welt auch so ein ziemlich heftiges Stück ist, was da einem entgegenkommt. Oh Gott, nein. Gut. So, Didi verloren, genau.
Sehr schön. Und jetzt zu Dixie rein. Nein, das Fass. Ach, scheiße. Ich hätte einfach nach unten müssen. Ach, verdammt. Naja.